Hallo und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich habe wieder etwas entdeckt und zwar zum einen kann man Diamanten anscheinend, habe jetzt einmal gegoogelt und da stand es dran, dass man Diamanten eigentlich verkaufen kann und die anderen, die Rhodonit und so weiter, das braucht man anscheinend nicht für irgendetwas. Ganz sicher bin ich mir aber erst, wenn ich das Lösungsbuch am Montag bekomme, also in 2 Tagen, dann kann ich es euch dann nochmal sagen. Und mir ist hier was aufgefallen, dann habe ich noch versucht, diese leuchtend blaue Haseneule, die hier auch rumgelaufen ist, hier oben, in Kakariko, zu fangen. Also mit Crouchen funktioniert nicht, man kann sie nicht fangen oder so. Hier oben, also die Quelle, die Feenquelle ist hier oben. Und dann habe ich noch was entdeckt, und zwar, wenn man hier noch weiter hochläuft, findet man das hier. Ein Teich. Und das da. Ich war noch nicht drauf. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber anscheinend müssen wir hier eine Kugel hinten. Da fehlt so eine Kugel. Und wir wissen beide, wir wissen alle, wo die Kugel liegt. Unten bei Impa. Also irgendwas wird es dann wohl bringen, diese Kugel von Impa zu bekommen. Was genau, wissen wir aber noch nicht. Leider. Leider zu schnell. Auch habe ich schon nachgeschaut. Wir brauchen 3 Stück davon, um diese Kleidung, die wir jetzt gerade anhaben, abzugraden. Leider haben wir die alle benutzt, die meisten, zum Essen craften, was ein Fehler war. Und jetzt müssen wir erstmal wieder welche sammeln. Aber ich zeig's euch gleich nochmal kurz. Ich sehe gerade irgendwo eine Fee oder so. Nein, weil ich habe gerade auch hier nochmal eine Fee gesammelt. Man muss sich auch an die Feen anschleichen, sonst fliegen sie weg. Ist hier nochmal was? Nee. Ach, du bist es. Sei gegrüßt. Soll ich eine deiner Kleider verstärken? Oh, Nanook, was ist das? Du hast keine Kleidung, die ich verstärken könnte. Aber gut, wir können einen Blick mal drauf werfen. Oh, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich habe B gedrückt. Sorry. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum es exakt gesagt hat. Bis später. Ups. Ein Spurtling brauchen wir hier. Dann können wir das auf 5 erhöhen. Das geht nicht mehr. Hylia-Gewand, da haben wir noch keine Info. Warum auch immer. Hose genauso. Und hier brauchen wir Prinzessinnen Enzian, um aufs 8 abzugraden. Ja, müssen wir noch 2 sammeln. Finden wir sehr selten. Leider haben wir die benutzt. War ein Fehler, aber gut, wir wissen Bescheid, wenn wir welche haben, können wir hierher wieder herkommen. Oh. Ja. Okay. So viel dazu, dann gehen wir jetzt zurück. Und zwar... möchte ich, bevor wir jetzt die Hauptquest sozusagen weitermachen mit den Titanen, möchte ich davon noch was anderes machen, wenn ich weiß nicht, wie schwer die Gegner in dem Gebiet sind. Deswegen... schauen wir erstmal hier kurz rein. Julia Gewand. Das haben wir ja jetzt an.
Die Hylia-Hose haben wir auch. Uns fehlt das hier noch, die Hylia-Kapuze. Ja, verkaufen. Was? Feen bekommen nur 2 Rubine, die sind doch viel zu teuer. 500 bekommen wir dafür. Und ich würde sagen... tun wir es. Wir finden irgendwann eh wieder einen. Von denen könnten wir noch ein paar verkaufen, bitte. Ja, machen wir so. Ja, das reicht. Die haben ja nur dieses Chica-Modell, aber das ist ja viel zu schwach, deswegen brauchen wir das gar nicht erst mitnehmen. Ich will noch diese Kapuze haben. Ich weiß, die ist schlechter im Vergleich, denn dieser Boni geht weg, das Klettertempo. Aber es sieht gut aus. Und vielleicht können wir das jetzt auch noch oben kurz upgraden, das können wir kurz schauen. Wenn nicht, wir können es ja immer noch dann wieder tauschen. Dann gehen wir schon mal schnell nach oben, gucken, ob wir das upgraden können. Und danach geht's weiter. Leider habe ich immer noch keine Waffen, also ich war nur kurz da oben, um wegen diesem blauen Gewand zu gucken. Das heißt also, ich habe immer noch keine neuen Waffen. Da sieht es immer noch ziemlich leer aus. Und hier jetzt nicht mehr so. Hier ging es dann nach oben. Da sieht man das so. Das können wir verstärken. 5 Stück davon können wir auch auf 5 erhöhen. Machen wir. Hylia-Kapuze erhöht. Ich finde, die Fee haben sie echt nicht schlecht designt. Muss man sagen. Da fand ich sie früher schlimmer. Okay, wir kriegen leider keinen versteckten Boni, weil ich... ah, Recken, mit dem Reckengewand. Wenn wir das anziehen, dann vielleicht. Oder? Nö, immer noch nicht. Leider nicht. Warum auch immer. Wir haben hier Hylia-Hose, Hylia-Gewand und Hylia-Kapuze, aber... bringt irgendwie nichts. Wie auch immer, wir gehen. Und zwar möchte ich... irgendwann müssen wir ja hier hin. Aber zuvor möchte ich gerne... hier hin. Nochmal zurück. Und zwar möchte ich das Gebiet, der Wald der Seelen, möchte ich... nochmal und Krötenteich, da möchte ich mich nochmal umschauen. Vielleicht gibt es da hinten auch noch irgendetwas. Unser Anfangsgebiet, da möchte ich nochmal kurz hin. So Schreine gibt es da wahrscheinlich keine mehr, aber wahrscheinlich gibt es da noch ein bisschen was anderes. Und danach geht es dann hier in die Richtung, die ganzen Schreine und sowas weitermachen. Ja, man könnte auch zielen mit dem Gyrosensor. Ich habe ihn natürlich ausgeschaltet. Ich habe da keine Lust drauf. Habe ich aber als Platoon direkt ausgeschaltet. Damals auf der Wii U noch.
War das unser erster Schrein? Ich glaube ja. Da müssen wir nochmal kurz rein. Da gab es nämlich noch eine Truhe, die mir damals nicht geöffnet. Mal schnell schauen, wo wir nochmal da. Krass, jetzt sieht man, mit dem Gewand sieht man jetzt. Wie viel, Lebenspunkte, die haben. Das ist nice. Jetzt sieht man hier. Moment. Der Bogen hat jetzt zum Beispiel eine Stärke von 14. Der Gegner hatte nur 13 Lebenspunkte, das bedeutet, er ist tot mit einem Schlag. Die Feuer, wie sich die Elementpfeile sich da unterscheiden, genauso wie die Bombenpfeile, das kann ich nicht sagen, weil die machen mehr Schaden wahrscheinlich. Die duplizieren das zum Beispiel. Oder sonst irgendetwas. Aber interessant. Das ist natürlich gut, dann müssen wir das Gewand auf jeden Fall anbehalten. Da hoch müssen wir. Aber wie kommen wir da hoch? Okay, so geht's nicht, aber... Jetzt schauen wir mal, wir müssen ja hier irgendwie rankommen. Ah, vielleicht. So. Ein Reisebogen, okay. Haben wir einen schlechteren dabei? Ja, der geht eh bald kaputt. Haben wir davon schon ein Bild gemacht? Ja, haben wir. Nun denn, dann können wir gehen. Das ist natürlich sehr nice, dass damit man das jetzt sieht, wie viel Lebenspunkte die Gegner haben. Da kann man gleich sich einschätzen, okay gut, die Gegner sind stark, sind nicht so stark. Das sieht man dann schon von Weitem. Das hilft ungemein. So, ja, Herzen haben wir okay. Müssen unbedingt mal wieder Dungeons machen. 9 Stück haben wir schon gemacht insgesamt. 5 dieser Samen haben wir bekommen. Wow. Also, Alter. Schlagen Blitze ein. Nicht, dass sie uns noch töten oder so. Mich würde zu gern interessieren, was passiert, wenn ich da hinstehe. Wahrscheinlich sterben wir. Ja, definitiv sterben wir da. Lauf mal weg hier. Achso, die Blödermäuse haben einen Lebenspunkt. Ernsthaft. Gut zu wissen. Okay.
So. Oh. Ah, ich hab dich entdeckt. Ja, yeah, super, geil. Kostam. Tschüssi. Okay, das war, da hatte ich jetzt nicht mit einem Kork gerechnet, muss ich sagen. Da haben wir so eine Echse oder sowas. Da habe ich vorher schon mal eine gesammelt. Schwurtechse. So. Das Wetter wird wieder besser. Bei Tieren sieht man aber die Stärke nicht, irgendwie. Oh, selbst die jagen den Tieren hinterher. Da sieht man jetzt die Stärke. Erledigt. Ein Opal. Ja, alles andere, das werden wir dann noch erfahren, ob wir es kaputt machen sollen oder nicht. Okay, sollen wir da was reinwerfen? Anscheinend. Okay, das hat irgendwie nichts gebracht. Vielleicht da oben was. Wurde es gerade nicht Tag? Bleib da. Okay, immer in 5er Schritten geht das. Okay, wir stehen oben, aber hier gibt's halt nichts. Okay, wir sind fast hinten, da müssen wir noch ein Stück weiter. Zum Krötenteich wollte ich noch. Aber der Rest ist eigentlich egal. Da können wir eigentlich auch mal hin. Ist ja eigentlich nicht so weit weg. Ich habe halt ziemlich nah am Schloss. Und in der Nähe vom Schloss gibt es halt auch mehr dieser Läufer, dieser Wächter. Die halt dann auch rumlaufen und einen töten. Okay, da müssen wir echt aufpassen. Na gut, dann laufen wir mal ein Stück weiter noch. Mal lieber langsamer hin. Au! Hergeben. Das sind Pilze. Können wir auch noch mitnehmen. Wow!
Ivarok. Oh, holy shit. Steh auf. Autsch. Wie besiegt man den? Komm, kletter mal schnell hoch. Autsch. Komm, mach Boom. Oh, steh schneller auf. Ich will mir wegrennen. Das Problem, die Waffen gehen mir halt langsam aus. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh shit, ich kann nicht klettern. Stell dich nicht so an, Link. Jetzt, Alter! Nein, jetzt hat er wieder keine Kraft mehr. Komm, beeil dich. Autsch. Mein Soldatenschild zerbricht gleich. Ich will gar nicht wissen, wie lang mein Autsch, hey! Boah. Ich bin voll angegriffen. Ich will doch irgendwo Nahrung, oder? Vorsicht, komm, greif euch an. Daneben. Das bringt leider nichts. Scheiße. Ich muss mein Schild opfern. Mein Schwert opfern. Ich hab jetzt keinen Einfluss mehr. Okay. Warum leuchten die auf einmal so extrem auf der Karte? Die leuchten so extrem stark auf einmal. Seht ihr das? Okay. Der hat auf jeden Fall mal besiegt. Eine andere Waffe habe ich leider nicht, also kann ich nur die benutzen. So in die Richtung wollten wir. Ja, yeah, ein verrostetes Schwert. Endlich wieder neues, aber das hält auch nicht wirklich lang. Also wie muss ich das jetzt verstehen? War das jetzt ein Bosskampf, aber hat nur Geld gebracht eigentlich? Oder halt Materialien, die ich zu Geld machen könnte, sozusagen. Bogen ist kaputt.
So, erledigt. Ja, ich weiß, mein Schild hält nicht mehr lange. Ich nehme jetzt mal die schlechten Waffen von denen mit. Was anderes bleibt mir ja halt eh nicht übrig. Ein Opal, okay. Ja, mich nervt es, dass man halt keine Waffen kaufen kann. Bringt anscheinend gar nichts. Da drauf zu hauen. Geht's da eigentlich noch weiter? Oder war das alles? Ja, die Waffen gehen mir aus. Und selbst wenn ich dann am Schluss jetzt noch die eine Waffe habe, die so stark ist, das bringt mir halt nichts. Das war's dann halt. Ende. Da hinten sind noch Gegner. Ja, Feuerpfeile. Es ist noch mehr, ich weiß. Okay, erledigt. Dann sind wir hier auch durch. Aber das müsste ja heißen, dass es in jedem Gebiet auch so einen großen Boss gibt, oder? Habe ich das richtig verstanden? Oder war das einfach nur Zufall? Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das einfach nur Zufall ist. Tja, was tun wir jetzt? Wir haben kaum Waffen. Also egal in welches Gebiet wir gehen, wir sind gefährdet. Ich würde gern eigentlich darüber laufen. Es ist nicht wirklich weit und wir können uns wegporten. Sobald wir das erreicht haben, dann haben wir wenigstens mal eine bessere Aussicht. Aber könnte natürlich auch zu gefährlich sein. Das kann ich schlecht einschätzen. Halt trotzdem ein kleines Stück. Machen wir jetzt einfach und hoffen. Wir sehen ja jetzt, wie stark die Gegner sind. Wir können uns sozusagen ein Bild von denen machen.